Zur Entwicklungszusammenarbeit Sibylle Pfeiffer für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wo wir gerade bei der Bibel sind, da steht auch drin, du sollst nicht lügen oder sage nicht die Unwahrheit. Ist inhaltlich, glaube ich, alles dasselbe. Und da muss ich tatsächlich doch jetzt mal zwei Dinge richtigstellen. Nicht, dass das dann als Lüge hier auch stehen bleibt oder als Unwahrheit oder als falsches Zeugnis, lieber Niemand Mowassat. Ich war bei der Veranstaltung in Bonn. Ich habe dich nicht gesehen. Aber ich weiß, dass der Minister gesagt hat, dass die Frauen über 90% ihrer Einkommen mit nach Hause bringen. Und in dem Zusammenhang ist es gekommen. Also, dann die große Rassismuskeule rauszuholen, ich meine, ich ist fürchterlich überzogen, weil wenn wir mal über Rassismus reden, dann reden wir von ganz anderen Sachen als von dem, was der Minister gesagt hat. Also, bitteschön. Dann, liebe Freunde, Uwe Kekeritz. Lieber Uwe Kekeritz, dasselbe gilt für dich. Jetzt wird es nämlich spannend. Al-Bashir ist gewählter Präsident. Punkt 1. Punkt 2. Haben wir mit ihm keine Migrationspartnerschaft. Es wird also auch mit ihm nicht zusammengearbeitet. Ich wollte es nur mal klarstellen, weil was hier gesagt wird, wird durchaus auch veröffentlicht. Und wenn dann so ein Mist da drin steht, dann ist das unter Umständen, meint der eine und der andere, das sei Wahrheit. Und das ist es nicht. So, dann will ich euch Folgendes auch noch fragen. Nämlich dem Kollegen Mowassat und dem Kollegen Kekeritz. Das Thema E-Pass und das Thema Handel. Und ich kenne noch einen, der macht da einen riesen Popanz drum. Der kommt aus der SPD. Was bedeutet denn Handel eigentlich? Handel hat Deutschland reich gemacht. Deutschland lebt davon heute, dass wir Handel getrieben haben. Und Handel ist per se regeneriert das Wohlstand. Deshalb frage ich mich, warum fangen wir eigentlich an, über Handel zu reden, dass das was Schlechtes ist? Wir müssen uns überlegen, wie gestalten wir Handel? Das müssen wir. Da müssen wir darauf aufpassen, dass da alle Regeln eingehalten werden, dass es WTO-konform ist, dass die Sozialstandards alle erfüllt sind. Und dann weiß ich nicht, was wir hier einen Popanz machen, weil Handel ist was Wichtiges. Und ich komme da nachher noch mal drauf zurück. Ich kann nur leider dem Stefan Rebmann jetzt nicht etwas ersparen. So leid wie mir das tut. Frau Präsidentin, ich wollte Sie gerne zitieren und was zitieren vorlegen. Darf ich Sie dann gleich fragen, ob Sie Herrn Mowassat eine Frage genehmigen? Nee, es wird jetzt ganz schön. Gut, dann kommt jetzt Zitat. Genau. Weil nämlich der Stefan Rebmann gesagt hat, dass die SPD daran schuld ist, dass wir so wunderbaren Aufwuchs haben. Ich zitiere wörtlich. Ich weiß, dass unsere Forderung nach deutlich mehr Geld für die Entwicklungszusammenarbeit in Wirklichkeit nicht an Angela Merkel, sondern an der SPD gescheitert ist. Die Kanzlerin sei, so geht es weiter, sehr aufgeschlossen gegenüber der Forderung nach deutlich mehr Geld für die Entwicklungszusammenarbeit gewesen. In der Gruppe der SPD aber überwiege die Auffassung und sei die Auffassung vertreten, dann zu Lasten unserer Projekte, sprich SPD-Projekte, wir doch vielleicht besser kein zusätzliches Geld für die Entwicklungspolitik festschreiben. Ich kann das euch leider nicht ver- Ich hatte es eigentlich nur mitgebracht und wollte es eigentlich gar nicht so vorlesen. Ihr wisst, wer es gesagt hat. Es war nämlich ein teilweise durchaus komischer und liebenswerter Kollege aus der SPD. So. Liebe Freunde, ich habe, ihr wisst, es wird mein letzter Haushalt sein, den ich für die Union mitverantworten darf. Und insofern
wage ich zu behaupten, dass es uns wirklich um wirklich einen tollen Haushalt geht. Ich will ihn jetzt nicht in Einzelheiten wiederholen. Jeder hat erzählt, wie toll er ist und was da alles drinsteht und was weiß ich was. Ich möchte bitte gerne noch ein paar Minuten darauf verwenden, mir über die Zukunft mal ein bisschen Gedanken zu machen. Und mir ist eigentlich das, was wir über die Zukunft hier reden, ist mir zu wenig. Weil wir werden künftig über vier große Themen reden müssen. Das eine ist natürlich das unglaubliche Bevölkerungswachstum, was wir haben werden, wenn wir wissen, dass wir 2030, 2040, 2045 über 2 Milliarden Menschen in Afrika haben werden. Und dann geht es auch sofort um die Ernährung. Wie ernähren wir eigentlich diese Menschen? Und schon sind wir bei der kleinbäuerlichen Landwirtschaft, lieber Kollege Mowassat und lieber Kollege Kekeritz. Natürlich können wir die kleinbäuerliche Landwirtschaft unterstützen. Und natürlich können die drei Gurken, die da eine, die der dort mehr vielleicht anbaut, auf dem Markt verkaufen. Das sind regionale Produkte, das sind regionale Märkte und das ist regionale Versorgung. Was machen wir mit diesen Millionenstädten? Was machen wir mit diesen fürchterlichen Slums? Wo sollen die denn ihre Gurken anbauen? Die brauchen doch bitte eine ganz andere Landwirtschaft als die Subsistenzlandwirtschaft. Da müssen wir tatsächlich über Märkte reden. Und dann müssen wir auch darüber reden, was brauchen Sie eigentlich heute schon, wo Sie nicht in der Lage sind, Ihre Menschen zu ernähren. Also einfach nur sagen, das Geflügel ist dran schuld, dass es denen schlecht geht, ist definitiv zu einfach. So einfach ist das Leben nicht. Was brauchen denn die vielen Menschen, die dort dann leben werden? Neben Ernährung brauchen sie nämlich noch zwei wichtige Sachen. Um sich wirtschaftlich zu entwickeln, ihr solltet mal zuhören, weil ihr könnt noch was lernen. Um sich wirtschaftlich zu entwickeln, brauchen wir Wirtschaftswachstum. Wirtschaftswachstum ist das, was wir auch als Bundesrepublik Deutschland sehr gut unterstützen können in den Ländern. Das ist die künftige Wirtschaftspartnerschaft mit den afrikanischen Ländern. Und da sind wir auf einem guten Weg. Es muss aber viel, viel stärker werden, weil diese Wirtschaft muss sich selber entwickeln. Wir können sie nicht für sie entwickeln, sondern sie muss sich selber entwickeln. Die Menschen vor Ort müssen sich entwickeln. Und wenn wir diese wahnsinnigen Bevölkerungswachstum haben, dann brauchen wir vor allen Dingen für die jungen Menschen die Arbeitsplätze, weil sonst können die vor Ort nicht existieren. Und das ist doch das Thema. Und wenn wir dann über wirtschaftliche Entwicklung, über Landwirtschaft, über Industrialisierung auch in diesen Ländern reden, sind wir sofort beim Klima. Frage von Herrn Leutert. Ei, du liebes Bisschen, das ist doch jetzt Feierabend, Jungs, lasst es doch stecken. Ich bin anderer Meinung als ihr. Ja, das... Ich bin anderen Meinung. Sie wissen ja nicht, was er Sie fragen wollte, aber Sie entscheiden das natürlich. Nein, das brauchen wir doch jetzt nicht hier. Nein, Moment. Nein, wenn ich die Klasse keine... Keine Verlängerung des Dramas, bin ich auch sehr dafür. Also, insofern brauchen wir was ganz, wir brauchen langfristig vor allen Dingen, brauchen wir Entwicklungen in diesen Ländern. Wir brauchen nicht von morgen zu reden, von übermorgen, sondern von den nächsten Generationen. Gibt es viel zu tun, viel Arbeit und wir können da unterstützend tätig sein, weil wir haben eine Idee, wie man das machen kann, haben die Möglichkeiten mit den Ländern auf Partnerschaft, partnerschaftlich Projekte zu entwickeln, nicht Projekte, Quatsch. Ideen zu entwickeln, wie die Länder sich entwickeln können, aber sie müssen das selber tun. Sie haben selber die Verantwortung und wir werden unterstützen, Tätigkeiten. Das ist wunderbar. Frau Präsidentin, das ist eine Punktlandung. Herzlichen Dank. Alles klar. Dankeschön, Frau Kollegin Pfeiffer. Ich wollte um eines bitten. Sie haben ein Zitat gemacht. Sie haben zitiert. Und wenn Sie zitieren, wäre natürlich schon gut zu wissen, die Quelle, die Sie zitieren. Also wenn Sie... Nein, das weiß ich schon. Ich weiß ja auch, wer es war. Aber das wissen andere möglicherweise nicht. Und deswegen bitte ich schon, wenn Sie zitieren, zu benennen, wen Sie zitiert haben. Das haben Sie nicht. Und ich bitte die Kolleginnen und Kollegen, sich daran zu halten. Das war ein komischer und liebenswerter Kollege. Ja, wenn Sie Herrn Rabe zitieren, dann sagen Sie doch bitte, dass es Herr Rabe war. So, und jetzt hat der Kollege Mowassat das Wort zu einer Kurzintervention.